nee, nicht hinsetzen. Hallo, Freunde, lasst mich erstmal erklären. Und zwar geht die wie folgt. Nehmt die Hände hoch, alle. Und jetzt geht ihr Laola. Nee, wir machen nur, wir müssen das anders machen, damit ihr es wirklich begreift. Macht mal eine ganz normale Laola von da nach da. Auf die Plätze, fertig. Hey! So weit, so einfach. Und jetzt reflektiert, was ihr gerade gemacht habt. Ihr habt die Arme in die Höhe genommen. Anstatt die Arme in die Höhe zu nehmen, macht ihr Folgendes. Ihr geht komplett in die Hocke. Und steht danach genauso wieder auf, wie ihr eben die Arme runtergenommen habt. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Macht es mal. Auf die Plätze. Fertig. Bitte. Ja, ja. Squat, squat, squat. Langsam. V-förmig. Von der Koordination war noch nicht viel zu spielen. Pavel, hast du das gesehen hier vorne, wo man die Wall of Death ist? Ja. Die sind einfach stehen geblieben. Ja, die sind überfordert. Die können nur drängen, aber nicht sitzen. Vielleicht machen wir es jetzt einfach mal von vorne nach hinten. Ich habe doch keinen Stehplatz bezahlt, um mich jetzt hinzusetzen, oder was? Ja, die sind einfach in unserem Alter. Wir gehen ja auch nicht mehr so gerne in die Hocke, weil wir immer Angst haben, wir kommen dann vielleicht nicht wieder hoch. Wenn ich muss, gehe ich auch in die Hocke im Wald. Ja, aber danach sprichst du Leute an. Können Sie mir bitte aufhelfen? So, jetzt habt ihr auf den Rennen gesehen, wie es geht. Also stellt euch jetzt alle hin mit den Händen nach oben. Und dann machen wir von vorne nach hinten. Hinsetzen, Hände runter und danach wieder aufstehen, Hände hoch. Sieht total gut aus. Und zwar bei drei. Eins, zwei, drei. Ah! So wird ein Schuh raus. Das ist so gespenstisch ruhig, die Leute sind total konzentriert. Sehr, sehr, sehr gut! Und jetzt das Gleiche mit ausgelassenem Lärm dabei. Eins, zwei, drei, hey! That's what I'm talking about! Ich stehe so lange. Wir machen nachher noch ein paar etwas ausgefallene Laolen, aber jetzt führen wir euch erstmal vor, wie gut Rockmusiker bis 6 zählen können. Und danach führen wir euch was anderes vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, meine Freunde! Yeah.
einen Zuschauer zu lernen heute hier. Ich habe hier gerade ein Licht machen hier ins Publikum, kurz geht das. Ich habe hier gerade eine Frau gesehen. Frau, die hat so blonde Haare, ein bisschen Afro-Look. Aha. Die hat, die ist nicht die Größte. Die hat die ganze Zeit den Männern geholfen aufzustehen bei der Hochzeit und beim Proben. Wo bist du? Unbekannte Alien! Du bekommst einen Stock von mir. Ich will dich ehren. Wo bist du? Da bist du. Hey. Zürich, schaut auf eure Frauen. Grundsätzlich wollte ich sagen, helft euch alle gegenseitig auf. Sie ist euer Vorbild, sie sei euer Vorbild. Und wenn es mal irgendwelche Probleme gibt, dann winkt unseren starken Männern. Die lachen euch dann aus oder so. Das machen wir im Turbus auch die ganze Zeit. Immer winkt einer und die anderen beiden müssen ihm helfen. Bei manchen ist alkoholbedingt, bei anderen das Alter. Beim Schlagzeuger beides. Ja, ich nehme immer von allen. Alter! Ja. Ist das dein Alter? Ja, hip, ja. So dumm Krieg auf der ganzen Welt, das kann mir nichts egal sein. Ich bin der Nachtigermann, aber es könnte mir nichts egal sein.